Na dann, meine Übungsaufgabe. Jetzt habe ich hier viel Text stehen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich gehe nochmal auf unseren Karl zurück hier. Hier der Link zu dieser Situation und so weiter, was da passiert ist. Und zwar, jetzt nehmen wir mal keinen Porsche oder sowas, sondern wir nehmen mal ein ganz einfaches Auto mit 40 Kilowatt Leistung. Das beschleunigt konstant auf rund 100 Kilometer pro Stunde, fährt eine Weile 100 Kilometer pro Stunde und muss dann trotzdem eine Vollbremsung machen, weil die Entenfamilie kommt. Aber wir wissen, dass bei der Vollbremsung ein Weg von 32 Meter zurückgelegt wird. Wir wissen auch eine Geschwindigkeit, die er hat und so weiter. Und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Und dann versuchen wir mal an die Lösung überhaupt heranzukommen. Und zwar, wir wissen die Masse des PKW. Och, in der Kinematik soll die uns erstmal egal sein. Auch die Leistung soll uns egal sein. Aber wir werden dann eine Probe mit der ganzen Geschichte machen, sodass wir die ganze Sache noch abrunden. So, jetzt wissen wir. Wenn ich zum Beispiel beim Index schreibe 16-0, dann bedeutet das zum Beispiel 16 Meter pro Sekunde auf 0. Also, er hat einen Bremsweg. Wenn er 16 Meter pro Sekunde fährt, entspricht das ein bisschen mehr als 50 Kilometer pro Stunde von 32 Meter. Der bremst sehr gut. Blöderweise wissen wir aber, die Zeit der Beschleunigung von 0 auf 100, also ein bisschen mehr, sind 16 Sekunden. Mehr wissen wir nicht. Und trotzdem lässt sich einiges errechnen. Und zwar, wir wollen die Zeit haben. Wie lange dauert es, wenn er diese 32 Meter abbremst, bis auf 0? Ich schreibe dann bloß noch T16 0. Wir wollen wissen, wenn er beschleunigt, von 0 auf 100 ungefähr, ne, auf 32 Meter pro Sekunde, wie weit ist das? Wir wollen wissen, mit dem Wievielfachen drückt es den Menschen in den Gurt. G ist das Lastvielfache. Kommen wir dann drauf. Wir möchten auch die Beschleunigung von 0 auf 100 wissen. Ja, und eigentlich auch die Beschleunigung von, also die Negativbeschleunigung, aber die brauchen wir ja sowieso zum Rechnen. Und jetzt kommt das erste Problem. Wir haben blöderweise aus der Bremsphase und aus der Beschleunigungsphase Werte, aber mehr nicht. Aber wir haben doch was. Ich möchte mal auf Folgendes aufmerksam machen. Und zwar, wir kennen ja die Formel S ist a halbe t Quadrat oder ein halb a mal t Quadrat. Wir kennen zum Beispiel auch die Formel a ist gleich v durch t. Wenn ich die hier umstelle und zwar so, dass das t nach oben kommt, machen wir das mal. Das heißt, dann muss ich mal t nehmen und durch a dividieren. Wie das geht, hier noch mal gucken. Hier habe ich einen Link zum Gleichungen lösen. Dann heißt die Formel letzten Endes t. Dann folgt daraus t ist gleich und jetzt V durch A. Naja, gut. Was nützt uns das? Naja, wir können dieses T, beziehungsweise das, was es wert ist, dieses T ist das wert, mal hier einsetzen. Und wie sieht dann die neue Formel aus? Die heißt dann S ist gleich A halbe, schreiben wir ab. Und jetzt ersetzen wir V mal V, also V Quadrat, durch A Quadrat. Weshalb hier oben und unten plötzlich ein Quadrat ist? Ich glaube, ich mache hier noch einen Link zu Potenzgesetzen. Und jetzt geht es los. Jetzt setzt mal ganz stur hierfür alles ein, was ihr wisst. Sucht euch das hier raus. Und ermittelt mal S. Und zwar, naja, macht's einfach mal. Mal sehen, was bei rauskommt. Ich mache Pause. Ihr haltet das Video an, rechnet es und dann sehen wir uns wieder und ich erkläre es. Nochmal ein Tipp. Das ist der Bremsweg. Von 16 Meter pro Sekunde auf 0. Ich hätte es sagen sollen. Also hier, ich hatte die allgemeine Formel hingeschrieben. Um den geht's. Wir wissen also viele Dinge. Na, mal sehen. Vielleicht kriegen wir es hin. Denkt ans Kürzen und so weiter, ne? So, ich hoffe, ihr habt's. Wir gucken uns erst nochmal die lila Formel an. Das ist ja der Weg, der Bremsweg von 16 Meter pro Sekunde auf 0. Wie das funktioniert, hatte ich gerade gesagt. Wir haben T-Quadrat eingesetzt. Und jetzt kann man aber schon mal das a hier oben rauskürzen und hier unten, ne? Durch a ist 1, a Quadrat durch a ist a. Schreibt, ich mache das nicht gerne, das Quadrat wegzustreichen, kommt man schnell durcheinander. Achtung, jetzt schreiben wir die Sache sauber ab, was wir wissen, und setzen ein. Und jetzt guckt mal, ich habe gar nicht 16 mal 16 gerechnet. Ah, das ist 256, weiß ich. Sondern ich habe einfach gesagt, das ist so wie v mal v. Und habe deswegen, hier, das ist die alte 2. 16 Meter pro Sekunde mal 16 Meter pro Sekunde.
Und hier ist noch das olle a. Jetzt möchte ich aber a raus haben, nämlich meine Verzögerung, ne, 16 auf 0. Also muss ich, weil es unterm Bruchstrich steht, mal a nehmen und gleichzeitig würde dann die 32 Meter stören durch 32 Meter. Ne. Denkt dran, hier oben war ein Link zum Gleichung lösen aller Art. So, der Rest ist dann Pillepalle. Ich kann dann kürzen. Zum Schluss kriege ich raus, was übrig bleibt, nach Kürzen, dann bleiben ja bloß noch Einsen, Meter gegen Meter und so weiter und so fort. Dann bleiben noch 4 Meter pro Quadratsekunde übrig. So, nächster Schritt. Jetzt hätten wir auch schon etwas. Und zwar das normale, die normale Erdbeschleunigung, die beträgt ja unser G, übrigens das G wurde nach Galilei benannt, 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Damit werden wir beschleunigt, wenn wir runterfallen. Das macht dann unsere Gewichtskraft auch aus. Wenn ich ungefähr 4 Meter pro Quadratsekunde und ich sage, das sind 10 Meter pro Quadratsekunde, 4 Meter pro Quadratsekunde habe, dann werde ich also mit dem 40-prozentigen meiner normalen Masse, meines normalen Körpergewichts in Richtung nach vorne in die Gurte gepresst. Gut. Hätten wir also das echte G, unser G, was wir hier brauchen, G ist also hier 40% beziehungsweise das 0,4-fache. Man teilt immer die einen durch die anderen. Reicht jetzt, ist nicht weiter schlimm. Wir streichen mal ab, was wir haben. Also, das Lastvielfache G haben wir. Wir haben auch die Beschleunigung, die brauchten wir, die war zwar hier nicht gesucht, aber die brauchten wir dafür. Und jetzt wissen wir noch viel, viel, viel mehr. Jetzt wäre es doch mal wichtig, rauszubekommen, denn man möchte ja auch wissen, wie lange dauert es. Dieser Bremsweg von 32 Metern bei 16 Meter pro Sekunde, wie kriegen wir den raus? Und jetzt ein Tipp, ich mache Pause, ihr sucht euch mal aus den üblichen Formeln die raus, die dafür passt. Wir sehen uns gleich wieder. Aber nee, am besten ihr setzt dann auch gleich ein und rechnet es aus. Also ich würde jetzt die Zeit, die Bremszeit T16.0, die würde ich jetzt errechnen. Wir sehen uns gleich wieder. Pause zu Pause und hier auch. Na, eigentlich war das leicht, denn T ist vor durch A, das hatten wir vorhin schon mal ermittelt. Und wenn ich jetzt die T16 auf 0 haben möchte, dann setze ich bloß für V das ein. Jetzt kommt eine Kleinigkeit. Ich habe es sonst mit einem Doppelbruch zu tun. Wie man mit Doppelbrüchen umgeht. Hoffentlich kriege ich hier noch den Link rein. Vielleicht dann zum Schluss. Doppelbrüche, weil ich ja A 4 Meter pro Quadratsekunde. Ich sage bloß durch ist mal. 4 Meter kommt unten drunter, weil es ja dadurch mitgeteilt wird, durch die 4 und die Meter. Und nochmal durch Quadratsekunde bedeutet, ich muss das oben drauf schreiben. Wie gesagt, hier oben gucken. Wenn ich jetzt alle Einheiten rauskürze, bleibt tatsächlich Sekunden übrig und eine 4. Demzufolge kommt es raus. So, ja, was machen wir denn jetzt? Vorschlag. Ihr errechnet mal. Achso, die hatten wir. Das wollte ich rot streichen. So, also, die ist erledigt. Ja, bevor wir hier rangehen, würde ich hier rangehen. Versucht mal die Formel so aufzustellen und Größen rauszufinden, die es auch wirklich gibt, sodass die Formel A ist V durch T mit Leben erfüllt werden kann. Und wenn ihr es dann gefunden habt, sehen wir uns wieder. Also, es können nur Größen sein. Das steht A ist V durch T, ne? A ist V durch T, hier. Und jetzt guckt mal, ob ihr eine gewisse Geschwindigkeit habt und die Zeit auch oder na, macht mal. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Na, habt ihr es auch? Ne? Wir haben ja 32 Meter pro Sekunde. Das war ja die Phase, wo er auf die er beschleunigen musste, auf die Geschwindigkeit, die 32 Meter pro Sekunde, das wissen wir ja. Und ja, wir wissen auch, dass er dazu 16 Sekunden braucht. Von 0 auf 32 Meter pro Sekunde sind 16 Sekunden. Wenn ich das bloß noch einsetze, kürze, 32 und 16 kann man schön kürzen, bleibt eine 2 übrig, oben 1 Meter und unten Sekunde mal Sekunde ist Quadratsekunde. Na, wenn wir das haben, dann können wir auch ganz leicht mit allen üblichen Tricks ausrechnen. Ach so, hatte ich? Ah ja, hier. Das streiche ich wieder durch. Und jetzt gucken wir und sagen, naja, dann können wir doch auch ausrechnen, das hier. Und zwar, wie lange braucht er, um auf diese Geschwindigkeit zu beschleunigen? Jetzt nicht sagen, ach Mensch, herrje, beim Bremsen sind es 4 Meter pro Quadratsekunde und hier ist nur die Hälfte, ne, da brauchen wir einen doppelten Weg. Also 64 Meter. Vorsichtig.
Ich würde mit S ist A halbe T Quadrat arbeiten. Macht mal, wir sehen uns gleich wieder. Müsste leicht gewesen sein. Leute, schreibt immer die Formel nochmal hin. S ist A halbe T Quadrat, damit ihr nichts vergesst. Weil gerne vergessen die Leute dieses halbe hier unten nochmal hinzuschreiben. Geht mir manchmal selber so. So, und jetzt habe ich eine Kleinigkeit gemacht. Ich habe einfach gesagt, nicht T Quadrat, sondern ich habe wieder T mal T genommen. Weil es könnte ja sein, dass ich kürzen könnte. Allerdings haben sich die 2 Meter pro Quadratsekunde von A gegen die 2, die grüne hier unten, sowieso gekürzt und 16 mal 16 ist 256, notfalls mit einem Taschenrechner. Tja, wenn wir das haben, dann können wir hier oben mal gucken, ist denn das alles erledigt? Ja, das haben wir auch. So, was fehlt uns noch? Ach ja, die Probe. Die Probe mit der Masse des PKWs und der Leistung. Und jetzt kommen wir schon in ein weiteres Gebiet, aber das schadet nicht, das einfach mal zu machen. Ich sag mal ganz schnell noch, die Probe geht so, indem ich sage, geht das eine und geht das andere. Wir kennen noch folgende Formel. Und zwar heißt die, P ist W durch T. Und jetzt müssen wir bloß linke und rechte Seite einfach füllen. Und die P, die kennen wir. Das sind 40 Kilowatt. Also 40.000. Kilo heißt 1000, ne? 40.000 Watt. Watt ist aber Newtonmeter pro Sekunde. Newtonmeter pro Sekunde. Warum? Na, guckt, Leute, guckt bei Einheiten nach, bei Kraft und Energieumwandlung und so weiter in meinem Kanal, dann kriegt ihr das ganz locker raus, warum das so ist. Also die Einheiten sind ganz leicht. So. Und jetzt könnte ich sagen, naja, W, W, W. W ist ja im Allgemeinen, W ist F mal S. Habe ich eine Kraft? Habe ich einen Weg? Ja, aber ich habe eine Masse. Und F ist M mal A. Also F gleich M mal A. Oh, A haben wir, M haben wir. Ja, dann kann ich doch das hier statt des Fs einsetzen und kriege raus, W ist gleich M mal A mal S. Und schon sieht es besser aus, ne? Also das F habe ich durch M mal A ersetzt. Denn ich habe eine Masse, ich habe eine Beschleunigung und ich habe auch einen Weg zum Beschleunigen. Und ob der das mit den 40 Kilowatt bzw. Newtonmeter pro Sekunde rausbekommt, ob der das schafft, na, das müsste gehen. Ich habe also auch eine Arbeit, die ich so ausdrücken kann, und durch eine Zeit. Und zwar braucht der Kerl dafür ja 16 Sekunden. Na, mal sehen. Probieren wir es mal aus. Also ihr probiert es mal aus. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Na dann. Ich mache nochmal einen Zwischenschritt. Guckt mal. Also, das war klar, habe ich eben besprochen. Und jetzt setze ich ein. M mal A mal S. Nicht zu vergessen, W durch T ist P. Ne? Also durch T, die 16 Sekunden, die müssen dazu. Ansonsten, das ist die Masse, 2 Meter pro Quadratsekunde. Schreibt man am besten Meter und darunter gleich die Quadratsekunde. Und dann mal die Beschleunigungsstrecke von 256 Metern und das Ganze durch 16 Sekunden. Ich hätte die 16 Sekunden auch hier vorne hinschreiben können. So, aber ich zeige nochmal ganz schnell, na, machen wir das zum Schluss, mal zusammen. Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde ergibt Newton. Dazu habe ich noch ein Meter, mache ich mal andere Farbe, dieses Meter und dieses Meter. Oh, die Einheiten sind schon mal gut. Und diese Sekunde pro Sekunde ergibt diese pro Sekunde. Also wunderbar. Jetzt müssen wir bloß noch tippen. Und wenn man das tippt, müsste es eigentlich rauskommen. Tippt ihr mal, wir machen nochmal Pause. Ich kürze vielleicht mal ein bisschen. Ja, ich habe mir die Sache mal leicht gemacht, also ich habe einfach gesagt, 1250 mal 2 sind 2500. Habe beide wie beim Kürzen durchgestrichen. Und dann mal 16. Und da 2500 mal 4 ganz leicht geht, sind nämlich 10.000. Und 16 4 mal 4 ist, habe ich dann nochmal mal 4 genommen. 10.000 mal 4. Da muss ich nicht umständlich auf einen großen Strich schreiben und rechnen. Also ich habe das auch rausgekriegt. Auf beiden Seiten steht das gleiche. Hurra, wir haben es. Ich denke mal, die Aufgabe insgesamt ist ja ist ein bisschen groß oder was auch immer, aber ja, so könnte man es machen. Wegzeitdiagramm könnt ihr dann selber nochmal malen. Ihr könnt es auch mit irgendwelchen Skalen versehen, aber ich denke mal, das war die
Der Sinn auch der Aufgabe hierfür Weg Zeit. Guckt jetzt mal zum Schluss, da werde ich noch mal einen Link zu der Originalaufgabe bzw. zu dem Weg-Zeit-Diagramm, na, wozu eben noch Platz ist, machen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und habt das genauso rausbekommen wie ich. Und wenn nicht, habt euren Fehler sofort gesehen und merkt, dass ihr es eigentlich könnt. Können ist schön. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.